Willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Folge von Assassin's Creed Origins. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Boah, das war jetzt echt cool. War überhaupt nicht geplant. Ich habe jetzt mal die Facecam einfach ausgemacht, weil ich mal nur den Fokus auf das Spiel geben möchte. Ja, und die Facecam in letzter Zeit hat ja auch einige gestört. Vor allem beim Story-Game passt sie nicht unbedingt, wie ich finde. Ab und zu können wir sie sicherlich mal anmachen, aber gerade ist sie mal aus. So, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und wir befinden uns ja immer noch in Siva. Heute ist ein großer Tag bei dieser Folge, denn, Leute, haltet euch fest, wir haben eine richtig spannende Quest vor uns. Finde und töte einen wichtigen Mann. Ja, wir müssen ihn jetzt töten, dafür müssen wir Level 5 sein. Wir sind knapp davor. Ich habe mir aber überlegt, eigentlich wäre es ja cleverer, noch was zu machen. Und zwar, wenn man schaut, das ist unser Inventory, ja. Wir haben hier verschiedene Pfeile in verschiedenen Pfeilsorten. Leichte Pfeile, Jagdpfeile, Kriegspfeile und so weiter und so fort. Hilfsmittel haben wir auch. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns jetzt mal eine Armschiene zum Beispiel herstellen, ja? Dafür brauchen wir ein bisschen Holz und das müssen wir ein bisschen stibitzen. Und wir haben ja hier unseren guten Freund, den wir losschicken können. Und der kann jetzt einfach mal gucken, wo sich Holz hier in der Nähe befindet. Und wir organisieren uns das Ganze mal. Drüben haben wir Leder. Ja, da sollten wir jetzt gerade mal nicht hingehen, weil Holz ist, glaube ich, das, was wir gerade brauchen. Wir haben ja super viele Rohstoffe. Oh, was war da oben? Super viele Rohstoffe. Aber Holz ist, glaube ich, das, was wir jetzt am ehesten brauchen, um unsere Rüstung fertigzustellen. Und dann haben wir nämlich eigentlich ganz coolen Kram. Ja, und ich habe heute schon, wenn ich ehrlich bin, ist das jetzt meine dritte, vierte Stunde, wo ich Assassin's Creed Origins spiele. Morgen fahre ich nach Stockholm. Also wenn ihr die Folge seht, nicht bin ich schon in Stockholm oder ich bin schon wieder zurück. Aber es macht einfach so süchtig, das Spiel. Deswegen würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn ihr alle weiter am Ball bleibt und zuseht. Und ich weiß, die Views sind jetzt nicht die krassesten hier. Haben auch schon ganz viele andere Menschen gespielt. Aber mir persönlich macht es einfach mega Laune und ich werde es auf jeden Fall auch noch länger spielen. So, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir Holz hier finden. Aber, oh, guck mal da unten. Ding dong. Rein zufälligerweise müssen wir gleich dahin. Können wir ja schon mal schauen. Ach du. Okay, ich hatte eigentlich Holz, wollte ich mir stibitzen, aber ich sehe gerade, es ist nichts unterwegs. Es ist nichts unterwegs und wir haben ja nicht mal alle Ortschaften aufgedeckt. Ah, da hinten ist doch eine Sidequest. Einfach so einsperren. Was wurde aus dem Priester, den ich verhört habe? Er ist tot, mein Herr. Findet mehr, Priester. Okay, der versteht anscheinend keinen Spaß. Na gut, dann widmen wir uns mal der Hauptquest, weil ihr wollt ja auch wissen, wie es mit der Story. Wie bis der Story weitergeht. Ja. Und hopp. Oh, das hat einiges gekostet. So, ich habe mich ein bisschen mit der Steuerung jetzt endlich mal vertraut gemacht. Also bei Assassin's Creed gibt es ja immer so viele Tastenbelegungen. Und wenn man das gerade mal so raus hat, dann ist das vollkommen okay. Und dann würde ich aber mal sagen, wir rennen mal darüber. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Vielleicht hast du recht. Boah, anscheinend sind wir überhaupt nicht beliebt hier. Aber warte mal, wenn wir die ummetzeln, das ist cool, dann kriegen wir noch Erfahrungspunkte. Dann erreichen wir Level 5 schneller. Haben wir noch jemanden? Leider nicht. Hey! Ja, ich bin's wirklich. Packt ihn ab! Ah, das ist ein bisschen zu wenig Erfahrungspunkte, okay. Wir brauchen noch mehr. Aber ich denke mal, das kommt gleich. Und dann meditieren wir erstmal. Oh, es funktioniert jetzt. Aber wie cool ist das denn? Wir haben zur dunklen Stunde gewartet und greifen dann an. Gib mir einen Grund, dich aufzuknüpfen. Irgendeinen. Du knüpfst niemanden auf, Junge, hier. Ich mach dich platt. Was, hä? Das überlegst du dir nächstes Mal nochmal erneut. Oh, hast du was? Nein. Schmorder in der Ecke. Die Maden werden dich zerfressen. Lauch. Okay. Wir begeben uns auf unsere schicksalhafte Reise, Leute. Hier bei Assassin's Creed Origins. Und jetzt bin ich spannend.
Vielleicht ist ja, wenn du die Folge hier siehst, die nächste Folge schon da. Also einfach mal die Playlist öffnen, Leute. Wenn ihr denn wollt. Okay. So, da ist es, da müssen wir hin. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Am besten suchen wir uns eine erhöhte Position, das ist cleverer. Wenn wir jetzt von unten kommen, ist es immer doof. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Auch hier können wir einen Schatz plündern. Bayek? Bist du das? Hol mich hier raus. Bist du denn? Warte. Bayek! Psst. Wo willst du hin? Die Klappe, halt die Klappe. Du musst irgendwo unter uns sein. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Oh Gott. Halt dir die Klappe. Oh, hi. Du bist auch noch am Schlafen. Batz! Ja. Warum kann ich das nicht plündern? Hä? Ja, ich komm doch schon. Ist er dahinter? Ist der denn? Der muss irgendwo hier sein. Da liegt was. Bitte denkt daran, die wertvollen Opfergaben in die Haupthalle des Tempels zu bringen. Sie wurden schon oft, zu oft liegen gelassen. Okay, können wir das hier einschlagen? Nein. Der muss irgendwo hier in der Nähe sein. Hey! Oh, 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 oh. Na komm doch, schau mal. Oh, der ist schon ein bisschen stärker, der Kollege. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Könnte eigentlich den Vogel losschicken, ne? Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Ja? Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Wieso denn? Da ist er doch. Und halt die Gosch und hau ab. Sie haben vier andere Priester geschnappt. Ich hoffe, sie sind noch am Leben. Okay. Versteckt euch. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. So, wir können unsere Fähigkeiten verbessern, denn wir sind Level 5. Okay, was ist das denn hier? Ja. Das hier? Handelsvertreter, okay. Hm. Aber was ist das? Au, das ist ja gut. Okay, damit können wir jetzt Gegner auf den Boden ballern, wenn wir lange RT drücken. Halt die Klappe. Okay, weiter geht's. Wir sind im Tempel des Amun. Boah, krass. Okay, im Tempel liegen die Sachen immer rum, haben sie gesagt. Na, wir haben ein Schriftstück gefunden. Dann schauen wir uns mal um. Können wir uns verstecken? Tempel ist leer. Oh, oh, ist er nicht. Hey, was? Ich brenne das. Boah. Wuh. Einfaches Schwert, okay. Könnt ihr alles verkaufen, Leute. So. Wir machen mal einen kleinen Rundflug. Zu gucken, wo die alle sind. Dann können wir das gerade einfacher machen. Oh, da hinten fährt Holz. Schlafen alle. Bin ich auf den Dächern? Da sehe ich gerade niemanden. Da, oder?
müsst jetzt den Weg frei kämpfen, Leute. Vier Priester insgesamt, die wir retten müssen. Ich muss die Leiche wegtun. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Gott, wie viele sind denn da drüben? Was? Okay, hier ist wahrscheinlich auch irgendwo einer. Keine Munition mehr. Ich habe das Ziel in Sicht. Oh. Na, du willst Fight, Baby? Komm her. Okay. Stirb, du Sau. Oh, der hat ein Schild. Ei. Woo. Den haben wir auch. Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Komm her. Für den nächsten befreien wir. Geht es euch gut? Ich bin ziemlich mitgenommen. Aber es geht schon. Okay. Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Bringt mir die Namen der Einwohner, die regelmäßig den Tempel besuchen. Oh, da sind sie. Ich will sie alle befragen. Natürlich, mein Herr. Okay, der wird bewacht von Zweien. Beschützt den Nip! Au! Okay. Oh. Schießt ihn da runter! Dafür schlag ich dich tot! Na komm, Baby! Hm, du willst ein Tänzchen? Komm! Oh! Okay, die wollen echt ein Tänzchen. So wirst du mir nicht entkommen! Au! Nein! Okay, das hätte mir besser machen müssen. Ich dachte, wenn ich einen ausschalte, aber ich habe den anderen aus Versehen anvisiert. Und deswegen hat es mich zerrissen, Leute. Aber dafür wird die Folge natürlich umso länger, umso schöner für euch. Faules Dreckspack! Macht euch was? Mal nützlich! So was hat man nicht! Okay, wir müssen ihn jetzt finden und töten. Und er kommt genau auf uns zu. Halt! Bleib stehen! Ah, okay. Ihr habt ja recht. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Das stimmt. Genau in den Kopf. Was? Kann ich eigentlich meine Pfeile wechseln? Ja, lass uns Blut schießen. Ja, hast du mich? Ich hab dich! Boah! Die Wachen kommen! Ich hab viel mehr Zeit! Ich muss weiter! Au! So nennst du mich, oder was? Bastard? Ja, dafür müsst ihr erstmal treffen. Boah, hoch! Mein Junge, geh hoch!
Wunderbar, wunderbar, die brennt. Eieieiei, okay, die Jungs, die verstehen keinen Spaß. So, den haben wir richtig auch in Brand gesetzt. Okay. Scheiße, der Hotas ist tot. Was? Wir haben ihn gekillt. Der ist... Ja. So, mein Freund, das war's. Du bist zurückgekehrt, um dein Unrecht gut zu machen. Ich starbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh, so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaft. Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Bis jetzt ist die Story noch sehr, sehr, sehr verwinkelt und durcheinander. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt, wohin uns die Reise führt. Oh! So knapp. Hey, nochmal, nochmal. Ist gut. Ey. Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Beste. Bereit? Ja. Oh! Das war nur wegen dir, du. Himmo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Ist gut. Kommt, kommt. Okay. Was haben wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße brennen. Das erste Mal hier durch den Sand am Stampfen. Was erwartet uns da? Wasser. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Erde ist in der Nähe. Warum bist du denn da mitgelaufen? Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Zenu. Da ist es schon. Zack. Zenu, komm zu mir. Zenu. Wieso rufst du Zenu? Shenzira sagt, ich soll ihre Federn stehlen. Papo, er läuft weg. Geduld, mein Kind. Wir kriegen ihn. Und haben ihn direkt in den Hintern geschossen, aber es war der falsche. Wir bilden eine Linie mit dem Pfeil. Nur so kann man gezielt schießen. Ein bisschen hinterher. Wenn ich 100 Pfeile in den Bogen spannen könnte. Treffer. Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden.
Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Zenus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so auch, ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siva. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Oh, was ist das denn für ein heiliger Ort hier? Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Menjai Bayek! Los, geh. Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Okay, was wollen die Soldaten? Komm! Oh. Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Ja, das sind, die Jungs, die sind... Alter! Wow! What? What? Wir hatten nie die Chance dazu, Leute, oder? Was war das denn? Okay... Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Was zur Hölle passiert hier? Folge dem maskierten Mann. Das falsche Orakel. Wir hätten nie gewinnen können, Leute. Nie. Wir laufen einfach mal hinterher. Wir schauen mal, was passiert. Die haben überall Gefangene. Bayek! Ich hab gedacht, sie wollten ihm nur eine Frage stellen. Was habe ich getan? Schweig!
mein Gott. Magi! Da ist das Kind. Lasst niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf, herzukommen. Beeilung. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo! Nein, komm! Seid abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Wer will noch Zeit gewinnen? Ja. Was soll das? Ja. Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Nein! Halt's Maul! Mein Gott! Du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Vajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Nur hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich. Ich glaube, dieses Video ist bestimmt werbefreundlich. Boah, was eine krasse Folge bisher. Meine Güte. Okay, Leute. Da haben wir viel erlebt. Wir haben unseren eigenen Sohn umgebracht. Aber nicht direkt. Es war eine Falle. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja?
Okay. Quest abgeschlossen und da gibt es ordentlich Erfahrungspunkte. Das falsche Orakel. Diese Folge müssen wir erstmal verdauen und ich würde dann sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Möge Amun an deiner Seite sein. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.